Da klemmt's noch. Hey, hi! Da mache ich doch gleich einen Flockenwohl draus. Lange nicht mal getätigt. Warum? Wir haben morgen den ersten Auftritt nach einem geführten halben Jahrhundert in Pullman City, Eging am See im Bayerischen Wald. Und ich muss mich vorbereiten, denn es klemmt hier und da an einigen Stellen im Repertoire. Also, ja, bleibt einfach dabei. Mal sehen, ob die Sache hinten raus dann grandios wird, geil wird, zur neuen Blüte reift oder ob es ein Schuss in die Hose wird, weiß ich jetzt noch nicht. Ich streng mich aber an. Also, das ist Prestons Flockenroll, diesmal mit meiner eigenen Band Tom Twist. Scheiße, das kriegt man nicht. Du weißt, dass ich immer alles erreiche. Ich bin ein Mann. Hey, 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 ich bin ein Mann. Ja, ich hab hier zufällig gerade einen Fan getroffen. Du kannst ja selber nochmal sagen, wer ist deine most beloved Band ever? Genau, ohne. Aber das war nicht abgemacht. Was war abgemacht? Wir haben abgemacht, du sagst. Denkst du, was ich hier abmache, ist doch Schmutz? Tom, ist sozusagen, bitte sag mir. Mr. Twist ist meine absolute Lieblingsband. Ich höre die so gern, die vier Typen. Okay. Und wie war die Zeit jetzt des Entzugs, sag ich jetzt mal, seit März für dich? Ich habe erst vorgestern aufgehört zu rauchen. Das war sehr schlimm. Ich meine jetzt, dass wir nicht gespielt haben. Das, du musst jetzt sagen, so, ja, war Wahnsinn. So, ja, das war Wahnsinn. Und freust du dich, dass es jetzt wieder losgeht? Okay. Vielen Dank nochmal. Vielleicht sehen wir uns ja bei einem unserer rassigen Konzerte demnächst, wenn es wieder heißt. Hallo. Hier ist Tom Twist. Ja, ich bin jetzt also auf dem Weg ins Tonellis. Ich habe gerade noch den Alfred Kalvas getroffen. Das ist auch ein sehr begnadeter Bassist. Es heißt sogar, er sollte fast besser spielen als unser Cosi. Aber es ist alles Geschmacks- und Ansichtssache. Hinter mir seht ihr übrigens den alten Michaelsdom hier zu Leipzig. Hier hat Goethe damals seine größten Werke gemalt. Und wer noch nicht in Leipzig war bis jetzt, auf jeden Fall eine Reise wert. Scheiße. Ah, jetzt bin ich vorgestern Briefe bei mir auf Metro-Kopf gewesen. Ja, welche Nummer? Ich höre nochmal das. Es wäre ja. Es war einfach so krank. Also, es ist noch kein Fach von nirgendwo mehr. Ich bin jetzt im Tonellis, wir sind alle da. Das ist auch noch nicht so. Nächst vor 12. Naja, so. Ja. Ja, es ist früh am Morgen. Ich bin trotzdem schon topfit. Bereite mich jetzt vor, mache mich fertig. Ich muss noch Schlagzeugsticks besorgen bei der Krähe für den Günni und meine Auftrittsklamotten holen in Konnewitz. Ich bin jetzt im Zentrum West bei meinem Lieblingsgruppi. Und ja, wie gesagt, jetzt geht's rund. Kaffee in den Kopf und Chaka Chaka. Ja, also ich bin fast pünktlich bei der Krähe, habe Günni Sticks besorgt und wollte mitteilen, dass wenn ihr interessiert seid an den neuesten Neuigkeiten aus dem Sumpf der Musiker oder Gilde der Techniker, dann könnt ihr euch bei mir ein VIP-Ticket für den Eintritt in der Musikkrähe besorgen. Dazu später nochmal.
Und ansonsten schauen wir uns hier noch ein bisschen um und düsen dann los zu Cossi. Ja, hier haben wir Axel Kurtes Projekt Alles Rot mit Cossis ehemaligen Lehrer, Herr Luther, dort ganz links. Ja, auch bekannt der Flecke hier, unser Technikus an der Gitarre. Dann haben wir hier die Chili Groove Mafia. Die Kollegen von den New Hornets. Hier unser alter Bassist, Herr Rocket, versteckt. Und hier Fritze. Und so geht das hier weiter und weiter und weiter. Künzelsierer, Starfucker, da hinten sind irgendwo auch noch Firebirds, Tom Twist. Aha, und die Hornets sind gleich doppelt vertreten, sehe ich gerade. Ob mehr Audigas. So sieht's aus bei der Krähe. Jetzt aber Schwung. Ja, auf Thorstens ausdrücklichen Wunsch sollte ich ihn noch mal zeigen in jungen Jahren bei der Band Südrock. Herrliches Ding, herrliches Ding. Ja, und hier natürlich Kollegen von Final Step mit meinem Kumpel Deo. So, jetzt aber Doppelschwung. Beim Rausgehen entdeckt, muss ich auch zeigen, Bo Berry mit meinem Kumpel Käse Mike. Und Thorsten, der hier im Hintergrund arbeitet, ja, Philipp Boa, den kennt Thorsten auch sehr gut. Der Thorsten ist nämlich umtriebig, umtriebig hoch 10. Fast so wie wir. So, hier haben wir noch ein Schmeckerchen aus der Historie eines Thorsten Heinke. Ja, du kannst, wenn du willst, zeig mal das Schatz hinten drauf, den Schatz. Da ist er. Und jetzt könnt ihr selbst vergleichen, wie er besser aussieht. Das ist er heute live, wie er lebt und lebt. Alles klar. Thorsten, mach's gut. Bye, bye. So, ich habe jetzt alle eingesackt. Ich habe einen Senf vergessen für Günni. Ist egal. Scheiße. Ja, alle eingesackt. Wir sind an der Tanke in Markkleeberg. Und wie ihr gerade seht, wenn man diese Masken aufsetzt, ist das Nervigste für mich persönlich, dass die Haare dann immer stotzen hinter den Ohren. Das kotzt ihn vollkommen an. Cossi isst Eibrötchen hier. Mmh, lecker. Oh, guck mal, wie er reinbeißt. Und Günni Bockwurst. So. Dann geht's jetzt ab nach Bayern. Fast verfranst, fast verfranst. Einmal das Ding nicht mit Navigation versehen und schon verfranst man sich hier, weil man blöd geworden ist in seinem Nischel drinne. Das ist eine gute Idee, Günni. Das grenzt an Kunst. Ja, wir sind jetzt in Regensburg. Hier wohnen ein paar Kumpels von mir. Die Ulrich-Brüder. Beste Grüße. Leider müssen wir Regensburg passieren, weil wir auf dem Weg nach Passau sind. Zumindest die Richtung Passau. Wir haben jetzt noch gute Stunde Fahrt vor uns. Gerade eben hat sich ein bisschen gestaut. Rund um meine Samenstränge und auch auf der Autobahn. Und ich habe vorhin erfahren, Günni ist zum ersten Mal in Pullman City. Da werden wir erstmal eine ganz feine Ortsbegehung machen. Und dann rocken wir die Scheiße fett, wie Miller früher immer gesagt hätte. Wenn wir jetzt ein Interview machen, musst du mir Fragen stellen. Ja, was erwartest du dir denn von heute? Ich habe mir vorgenommen, im Leben zu nichts zu kommen. Wir erwarten gar nichts und hoffen das Beste. Natürlich will ich den Beat spüren, ja, vom Schlagzeug, den Groove, vom Bass. Der Bass muss ficken, sagt man immer. Und was fickt gerade hier hinten? Und dann natürlich eine schöne, twangige, durchgehende Rhythmus, bla 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 bla, Gitarre. Sozusagen wieder regelmäßiger Toilettengang. Ja, die Hose quetscht ein bisschen am linken Ei. Ist diese. Ich bin jetzt im Fitnessstudio, hallo. Wir sind ja als Band allgemein sehr kontaktfreudig. Außer
auf junge, hübsche Frauen. Da gehen wir jetzt nicht so drauf ab, da sind wir nicht erpicht drauf, aber alles andere kann ran. Große, bärtige, tätowierte Männer sind uns eher am liebsten vor der Bühne. Und später dann im Hotelzimmer. Everybody's feeling the lemon tree in my knees and in my brain. Stormy weather, feel insane. Guck mal, jetzt geht's hier geht's rein. Jawohl, ja. Hey, ho, let's go. Grüß Gott. Ja, wir müssen zur Bühne, Main Street. Ja. Er sagt es gleich, ob es gescheit so eine gescheite Musik ist. Ich weiß nicht, ob das... Da hast du ja wirklich ein Kleinen weg. Ey, Mann, ich kenne das von mir. Mhm, hier ist es also. Halteverbot. Feuerwehr, na gut. Also, wir haben das erste Set gespielt. Party ist am Laufen. Ich sehe sehr gut aus, spiele sehr gut und singe wie ein kleiner Gott. Günni macht sein Ding, Cosi kränkelt ein bisschen vor sich hin. Ansonsten ist es hier ein großer Maskenball. Das ist halt nicht alles erlaubt. Ich kann auch nicht filmen. Das ist ein bisschen shitty. Shitty? Ja, es ist sehr shitty. Es ist zum Kotzen, scheiße. Sag was. Da sagen wir, es ist die Abart aus Tabards. Und ich versuche trotzdem so viel wie möglich Atmosphäre hier von Pullman City für euch einzufangen. Heute am Morgen, ja, was ist da geschehen? Ich hab doch einen sitzen und ich konnte nicht gerade stehen. Was war da wieder los? Mensch, ich weiß es längst nicht mehr. Eine Frau in meinem Bett, aha, besoffener Verkehr. So, Cosi liegt schon im Bett. Günni und ich haben eingeladen. Wo sind die verdammten Techniker, wenn man sie mal braucht? Auf jeden Fall, Band zottelt ganz gut ab hier. Wir genießen noch unseren Abend. Es darf hier niemand gefilmt werden, muss vorsichtig sein. Bitte nicht. Alles gut, du siehst doch ganz gut aus. Hallo? Oh Gott, nein, ich bin auch... Aber so gut sehe ich auch nicht aus. Stopp, lass doch von oben, guck mal, doch so. Von oben? Oh Gott, was für ein Videoblog machst du denn? Das heißt Breath is Vlog and Roll, damit klatschen wir so für unsere Band breit. Oh, was für eine Band? Die haben vorhin hier gespielt, da warst du noch gar nicht da. Scheiße. Okay, ich spring gerade das... Ich muss jetzt ausmachen, verabschiede dich von deinem Publikum. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Da bist du, Grüße hier aus unserer Lieblingsecken. Die Band, die gerade gespielt hat, die ist jetzt fertig. Das waren Color und die Great Balls on Fire. Günni, was erwartest du dir jetzt wiederum noch von diesem Feierabend? Ja, was ich mir erwarte, ist, dass ich vielleicht noch, wir haben eine schöne so Hackelberg, Helles, Hackelberg, Helles, Hackelberg, sagt er schon, Hacke ist drin und das ist das, was wir erwarten vom Abend. Ja, mei, das ist. Im Prinzip ist es nicht schlecht gewesen, Alter. Das Problem ist aber, ich bin die Hacke. Das ist wie beim Hackerpschur. Hackerpschur, natürlich die Hacke. Hackerpschur, das war der Skispringer. Ja, der Hackeljosch, das war ein Schwimmer. Ja. Das war ein Schwimmer. Ja, ein Schwimmer. Ja, das war ein Schwimmer. Ich dachte, das war der Springer. Das war ein Verlag. Axel. Oh, das war ein Boxer. Oh, mein, das ist ja Wahnsinn, ist das. So, ich melde mir später noch einmal den Cosi, der ist schon boffen.
und wir sind hier am Tisch in unserer Lieblingsecke. Also, grüße Gott, hier aus Pullman City. Ja, ja, zum Wohl. Es war Wahnsinn. Jetzt sind wir im Zimmer. Haben hier Kacken. Kakinucci. Und es geht jetzt ins Bett. Es war ein sehr schöner Abend. Wir haben es geschafft, zumindest bis hierher, nach Chemnitz. Ungefähr fleißig. Und ansonsten muss man konstatieren, es war, ich sag's in einem Wort, super kalifragilistisch expialigetisch. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick gewonnen in einen atypischen Musikertag. Kleiner Ausflug nach Pullman City. Schaltet das nächste Mal wieder ein zum Vlog'n'Roll hier von mir, von Presti Boy. In diesem Sinne, ciao, ciao. Aber die Melodie ist geklaut, und zwar von einem Mann namens Johnny Cash. Wir fangen einfach mal an. Dauert auch nicht lange, müsst ihr durch. Es ist wirklich textlastig, ihr solltet zuhören. Der Song erzählt ein bisschen was über uns und über unser Leben als Musikant. Los geht's. Heute am Morgen, ja, was ist da geschehen? Ich hab noch einen sitzen und ich konnte nicht gerade stehen. Was war da wieder los? Mensch, ich weiß es längst nicht mehr. Eine Frau in meinem Bett, aha, besoffener Verkehr. Stand es im nächsten Jahr, es gibt sich das Gehör. Die Hälfte hier ist alles da, aber jetzt wird es gehört. Sehr geehrtes Publikum, hört auf mein Gesang. Fucken, saufen, rauchen, Sex ist unser Werdegang. Es war schon immer so, oft ist Wahrheit unbequem. Wer sich denn jetzt denkt, ob er wiederkommen soll? Es geht hier nicht um Unterhaltung, sondern nur um Alkohol. Nicht um Unterhaltung, sondern nur um Alkohol. Reicht. Macht Spaß zuzuhören. Du hast lieber mein Ei und mein Bauchgefühl, stimmt's? Ja, das ist... Ich finde auch die, in der Kamera kommt das... Dann komm mal her, die Holstiegel, ich wollte schon das vorhin eigentlich mal präsentieren, wenn ich mich anziehe. Aber es ist meine Auftrittshose von 2017. Das sieht man ja. Ja.